Ich habe gerade gesagt, du fängst schon vorher an zu lachen. Ne? Das ist einfach immer wieder schön, oder? Mit uns beiden. Immer, wenn wir uns treffen. Und diesmal habe ich deine Kötis kennengelernt. Ne? Ja. Die hat so zwei ganz kleine, goldene, süße Yorkshire Terrier. Ne? So süß, so gold. Ja, hast du dich gleich verliebt, ne? Total. Oh. Ich bin so ein Hunde-Fan. Ich bin sowieso ein Tier-Fan. Ich liebe alle Tiere. Ja, dann weiß ich eins, wir bringen sie zur Bootfahrt mit. Da kriegen wir auch hin. Kriegen wir ein Plätzchen wenn für, die, ne? Wenn die Stuben reisen, können die ja unten unter Deck, ja, wenn genau du sonntags kommst, ne? Ja. Dann geht das, ja. Ja, wunderbar. Kein Problem. Tanja, was gibt es Neues? Erzähl. Was gibt es Neues? Außer das, was ihr sowieso schon weiß, ne? Genau. Wo bist du denn heute hier? Erzähl mal. Also, soll ich mal da in die Kamera sprechen, damit ihr mich auch mal seht? Also, ich bin heute hier bei der Schlagernacht in Weiß zum dritten Mal. Ich habe den Sommer mitgebracht. Die Sommer habe ich auch mitgebracht. Ich muss euch mal ehrlich gestehen, ich hasse in der dritten Person zu sprechen. Nein, es war heute wunderschönes Wetter und wir hatten alle viel Spaß. Ne? Und der Auftritt war, glaube ich, ganz okay, oder? Ich habe viel Lob bekommen, oder? Sehr. Ich habe ihre Kötis kennengelernt, alles andere war sowieso egal. Genau. Alles toll hier rundherum. Ist alles super, oder? Gerade ist Irene Scheer auf der Bühne. Ist auch eine gute Bekannte. Wahnsinn, echt. Rosanna hat die Bühne gerockt ohne Ende. Also, was will man mehr? Alle haben die Bühne gerockt, ja. Alle. Ausnahmslos. Ja. Wunderbar. Ja. So, Malle ist gelaufen oder fahrt er noch mal hin dieses Jahr? Oktober. Super. Da sind wir Oktober noch mal ist nach der Bootstour, ne? Nach der Piratentour. Ja. Genau. Dann sehen wir uns auf jeden Fall spätestens noch mal bei der Piratentour. Das hoffe ich. Kriegen wir hin, Fall. Ne? Versprochen. Genau. Fertig? Der Kameramann. Ich sag euch ja nichts, ne? Aber unser Kameramann dahinter, der Kamera, der hat gerade gegähnt. Das geht gar nicht. Ich glaube, wir waren heute nicht so gut. Jetzt lacht er. Ihr seht ja nicht, was dahinter passiert. Genau, man sieht immer nur uns hier blöde vorne stehen. Ne? Doofe Fragen stellen. Ja, ist so. Du wieder. Tanja, immer wieder schön. Freue ich mich auch immer. Ich freue mich auch immer, dich zu sehen. Ja? Hast du gesehen, oben von hinten? Von ganz oben, als wir kamen, kriegen wir schon ein Herzchen gezeigt. Ja, unglaublich. Echt schön. Dann sage ich einfach mal danke und tschüss. Wir sehen danke uns dir auf jeden Fall spätestens auf der Piratentour sonntags. Und vorher bestimmt auch noch. Und vielleicht gibt es ja dann auch noch mal was Neues, ne? Meine neue Single. Ja, wann kommt die denn? Ja, 4 bis 8 Wochen, habe ich ja gesagt. What? Habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Aber ja, ja, eben. Aber da waren es 4 bis 8 Wochen und ich denke mal, jetzt sind das nur noch 4 Wochen. Das ist doch 4 Wochen her ungefähr, ne? Oder? 4 Wochen. Länger. 4 Wochen? Ja. Waren wir doch hier beim ja, ja, ich weiß, ja, wo wir waren. Aber da habe ich das da erzählt und wir sind schon ein Stückchen weiter, also 4 Wochen. Die ist doof, die lacht immer. Die kann nicht mehr sprechen, Cut. Tanja, ja. 4 Wochen. Was kriegen wir denn hin, dass du noch mal kurz vorher was über deinen Song erzählen kannst? Oder kannst du das jetzt schon? Ja, da habe ich dir auch schon erzählt beim letzten Mal. Ne? Weißt du denn noch, worum es ging? Um die Frauen, die endlich mal Hilfe kriegen von dir. Wobei? Wegen der Männer. Ja, erzähl mal genau, was ich erzähle. So, liebe Gabi, worum geht's denn in meinem neuen Song? Um Männer. Darum geht's immer. Was, eine Anleitung irgendwie, was die Männer den Frauen, wo die was Gutes mit tun können oder so. Bist du schon mal angebaggert worden? Ja, genau. Ums Anbaggern. Ja, genau. Jetzt kommt, da fällt da nochmal der Groschen. Da war irgendwas, dass du Anleitungen dazu gibst, wie man eine Frau anspricht und nicht einfach nur so blöde anbaggert. Weil wir immer so plump angebaggert werden. Genau. Ist ja auch was für dich, oder? Mich baggert so schnell keiner mehr an, weil ich bin ja schon verheiratet. Ja, da musst du sie jetzt sagen. Das steht ja dahinter. So, jetzt haben wir mal den Spieß umgedreht. Jetzt bin ich mal Moderatorin. Und die Gabi musste mal ein bisschen was erzählen. Ist ja auch mal ganz schön, ne? Ja, genau. Tanja, bist ein verrücktes Huhn, aber ich hab dich lieb. Ciao.
Ja.